Morning, everyone. This is Mr. Wallner. This is our second lesson, again a grammar topic. Today we talk about the conditional one. You might know it as if sentences. Hallo, heute unsere zweite Stunde. Es geht wieder um Grammatik. Wir wiederholen das, was wir vorher den Ferien gelernt haben. Conditional one oder conditional 1. Die If-Sätze. If-Sätze verwendest du dann, wenn du über zukünftige Sachen sprechen möchtest, die passieren könnten. Ja? Also zum Beispiel, wenn es morgen nicht regnet, dann werden wir zum Strand gehen. If it doesn't rain tomorrow, we will go to the beach. Ja? Wichtig dabei ist zu wissen, dass if heißt wenn. Wenn es morgen nicht regnet, if it doesn't rain tomorrow. We will go to the beach, werden wir zum Strand gehen. Ich zeige euch jetzt ein kurzes Erklärungsvideo. Schau dir das an, pausiere es, stoppe es und spul zurück, wenn du es nicht verstehst. First Conditional. Du verwendest das First Conditional, wenn du beschreiben möchtest, welche Folgen eine ganz bestimmte Handlung oder ein ganz bestimmter Zustand haben wird. Zum Beispiel: If you close your eyes and make a wish, your wish will come true. So bildest du einen Satz im First Conditional. Der If-Satz besteht aus if plus die Person, plus das Verb im Present. Der Hauptsatz setzt sich zusammen aus der Person plus will plus der Grundform des Verbs. Okay, I show you an example. So you have the same picture here again. Du hast das gleiche Bild hier nochmal. Du bildest If-Sätze mit einem If-Teil und einem Will-Teil. Ja? Im If-Teil steckt die Person, also das If, die Person und die Present-Form des Verbes. Und im Will-Teil die Person plus Will plus die Base-Form des Verbes. So, was ist das jetzt, diese Base-Form und Present-Form? Wenn du das Wort hernimmst, zum Beispiel gehen. The present form, du sagst ja in der Gegenwart, I go. Aber du musst auch überlegen, wenn du jetzt sagst he oder she oder it oder Tom oder Susie, dann sagst du nicht go, sondern goes. Also gelten beide Wörter hier, go oder goes. Das ist die present form vom Verb, die Gegenwartsform. Ja? Im Gegensatz dazu, die Base-Form, die du bei dem Will-Teil verwendest, ist hier das Infinitiv. Das Verb in der Present-Form ohne dem S. Also hier das Go. Zweites Beispiel. Wir haben das Wort spielen. Die Present-Form, also wie du das in Gegenwartssätzen sagen kannst. Du kannst sagen, I play. Kannst du auch sagen, he plays. Ja? Beides sind die present form. If I play oder if he plays. Base form dagegen ist nur das Infinitiv, ohne dem, also das ist die present form ohne dem S. He will play. Oder I will play. Nächstes Beispiel. Überlege, was ist die Present Form? Oder besser gesagt, was sind die Present Formen? Und was ist die Base Form? Laufen, du weißt, laufen heißt run. Was ist die Present Form? Run oder runs. Die Baseform davon ist nur run.
So. Genau das gleiche geht bei schneiden. Das ist die Present Form von schneiden. Cut oder he, she, it cuts. Und die Base Form davon wäre dann, die du da beim will-Teil verwenden sollst. He will cut. Schreiben. Present Form is right. Oder writes. Und die Baseform ist write. Hier haben wir auch einen Beispielsatz oder zwei davon. If I go to school, I will learn a lot. Go. Oder present form if he goes. If I go to school oder if he goes to school. I will learn a lot. Oder he will learn a lot. Du siehst beim will-Teil hier, es gibt bei I kein S, sowieso nicht. Aber bei he will learn, gibt es auch kein S, weil du verwendest ja hier die Baseform ohne dem S. If I have time, I'll tidy my room. If you have a problem, I'll help you. If you tell me the truth, I won't be angry. Der Hauptsatz kann dabei auch vor dem If-Satz stehen. You'll have bad luck if you see a black cat. We'll be late if we don't hurry. Vergesst nicht, will be late heißt nichts anderes als we will be late. Das ist die Kurzform von will. I'll be here if you need a friend. Genau das gleiche hier. I will be here oder I'll be here. Statt if not kannst du auch das Wort unless verwenden. Hier ein Beispiel. Anstelle von if you don't study for the test heißt es also unless you study for the test, there won't be a party. Das gleiche gilt auch, wenn der Hauptsatz vorangestellt ist. Auch hier kannst du anstelle von if not unless verwenden. I'll go and look for him after breakfast, unless he comes here first. Okay, so I prepared two exercises for you. We do a part of it together. And what I want you to do as your homework, you do both exercises on your computer or your smartphone or your iPad. You take a picture of the results and then send it to me on EduSchool. Yeah? Also, ich habe zwei Übungen für euch vorbereitet. Beide Übungen könnt ihr zu Hause auf euren Geräten machen. Hausübung ist es, diese Übungen fertigzustellen, das Ergebnis zu fotografieren oder auf dem Handy einen Screenshot zu machen. Und dann auf EduSchool hochzuladen. Screenshots bei dem Handy funktionieren normalerweise so, dass du die flache Hand nimmst und einmal über den Screen wischt. Ja? Könnt ihr mal probieren, ob das funktioniert bei euch. Wenn nicht, müsst ihr halt euch selber erkundigen, wie man einen Screenshot macht auf dem Handy. Okay. So, die erste Übung.
Some friends are planning a party. Also ein paar Freunde planen eine Party. Everybody wants to party, but nobody's really keen on preparing and organizing the party. So everyone comes up with a few conditions. Also jeder möchte zur Party, aber niemand ist so wirklich scharf drauf, etwas vorzubereiten und zu organisieren. So jeder hat ein paar Voraussetzungen. Just to make sure that the others will also do something. Okay, das ist diese erste Übung hier, ist die einfachere Übung. Hier gibt es mehrere Sachen zur Auswahl. Ja? Bei den If-Sätzen gibt es ja den If-Teil und den Will-Teil. Und in beiden Teilen ist ein Verb einzusetzen. Bei besonders schwierigen Verben, die ihr noch nicht kennt, habe ich euch die Übersetzung auch hier direkt reingeschrieben. Zum Beispiel das Wort prepare. Wenn du es noch nicht kennst, findest du auch hier drin bei den Auswahlmöglichkeiten die Übersetzung. If Caroline and Sue, the salad, fill, the house. So. Im If-Teil verwendest du, haben wir gesagt, die Present Form des Verbes. Present Form des Verbes ist entweder prepare oder prepares. Jetzt musst du herausfinden, steht hier vorne ein he, she, it. Dann verwendest du das prepares. Ansonsten verwendest du prepare. Caroline und Sue sind zwei Personen. Das heißt, du kannst hier nicht stattdessen he, she, it einsetzen, sondern du müsstest they einsetzen. If they. Deswegen kann jetzt hier nur prepare stimmen. Würde hier nur eine Person stehen, zum Beispiel if Caroline, und das zulassen wir weg, dann würde prepares passen. Du könntest dann sagen if she prepares. Also if Caroline Sue prepare the salad. Das hier ist jetzt der if-Teil. Und im will-Teil verwenden wir das Verb im Infinitiv. Ich habe es euch aber noch einfacher gemacht. Du musst nur herausfinden, was ist überhaupt der Will-Teil. In dem Fall ist das hier der zweite Teil mit dem Fill. Also entweder will decorate, decorates oder decorate. Und decorate heißt schmücken. Der Fill wird also das Haus schmücken. Er wird das Haus schmücken, will decorate. Okay. So. Wir machen noch einen zweiten Satz gemeinsam. Machen wir vielleicht einen, der nicht mit if beginnt. Jane, diesen Satz hier. Wir überlegen uns schon vorher, was ist der if-Teil und was ist der will-Teil. Der if-Teil beginnt hier. If Aaron and Tim, bla bla bla, the furniture. Das sagt uns, wenn der if-Teil schon hier ist, dass dieser Teil der will-Teil sein muss. Also bevor ich überhaupt noch draufklicke, weiß ich schon, hier gehört ein will rein. Dann schauen wir mal nach, was es gibt. Und es ist ganz eindeutig, es gibt nur ein Wort mit will. Will Hoover. Hoover heißt Staubsaugen. Jane will Hoover the sitting room. If Aaron and Tim, Aaron und Tim, sind mehrere Personen, also ich könnte stattdessen they sagen. Und jetzt brauche ich hier das Verb in der Present Form. Move oder moves. Move heißt verschieben. Da ich they sagen kann, muss ich hier das move nehmen, ohne dem S. Weil he, she, it, das S muss mit, aber es sind ja nicht, ist es ja nicht nur einer. Es ist ja nicht nur der Tim, sondern es sind mehrere. Dein erster Teil der Hausübung ist es, diese Übung hier komplett zu machen. Du füllst also die Lücken selber aus. Ich schreibe jetzt einmal hier irgendwas rein. Ja.
Und wenn du das gemacht hast, diese Übung, klickst du hier rechts unten auf diesen Check-Button. Wenn alles grün ist, bist du fertig mit dieser Übung. Das heißt, du hast dann alles richtig ausgefüllt. Ja? In dem Fall, wo alles grün ist, machst du das Foto und lädst es auf EduSchool hoch. Das ist der erste Teil deiner Hausübung. So, this is the first part of your home exercise. And now to the second part. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Hausübung. It's another exercise, but it's much more difficult. Es ist viel schwieriger. Now you have to write the words yourself. So, you have again the if sentences and you have gaps, du hast Lücken. Das Wort in der Grundform, das du einsetzen sollst, steht schon hier in der Klammer. Ja? Du musst jetzt herausfinden, wo ist der if-Teil, wo ist der will-Teil und dann tippst du das dort noch ein. Machen wir dann den ersten Satz gemeinsam. If you send. Hier ist der Beistrich, das heißt, der erste Teil ist der if-Teil, der zweite Teil ab hier ist dann der will-Teil. Du musst gar nicht mal wissen, was das Wort receive heißt, weil das receive steht ja hier, die Wörter in der Klammer sind in der Grundform. Das heißt, du weißt, dieser Teil hier ist der will-Teil und schreibst dann das Wort einfach ab. Receive heißt empfangen übrigens. Füllen wir den ersten Teil noch aus. Du weißt, bei dem if-Teil gehört das Wort, das Zeitwort in der Present-Form rein. Die Present-Form von send ist send oder sends. Je nachdem, ob he, she, it davor steht. You ist kein he, she, it. Das heißt, du übernimmst das Wort ganz einfach. Okay. Machen wir den zweiten Satz auch noch gemeinsam. Machen wir den Satz mit der Peggy. Der If-Satz beginnt erst hier hinten. Wir haben eine She. He, she, it, das S muss mit bei der Present Form. Und was ist die Present Form von have? Es ist have oder has. Und da wir hier die She haben, gehört hier dann rein has. Also wir hatten den if-Teil hier. Was muss dann hier also der vordere Teil dann sein? Peggy go shopping. Der vordere Teil muss dann der will-Teil sein. Peggy will und das Wort in der Grundform im Infinitiv go. Wenn du die Übung fertig hast wieder, checkst du das hier rechts unten. So, if you have finished the exercise, you check it. And if it's green, it's correct. Then you take a picture again. And again, you will upload the picture with everything correct to the EduSchool. Auch hier schickst du das Bild, wenn alles wieder richtig ist, auf EduSchool hoch. Sollten ein, zwei Fehler sein, wo du überhaupt nicht weiter weißt, ist es aber auch kein Problem, ja? Je mehr grün ist, desto besser ist die Übung gemacht. Gut. Also, ich wiederhole nochmal die Hausübung. Beide Apps. Du findest beide Apps entweder. Also die Adressen zu diesen beiden Apps, zu diesen beiden Übungen, findest du entweder hier in der YouTube-Beschreibung oder auf EduSchool selber bei der Aufgabenbeschreibung. Das ist ganz gleich. Okay, I hope I could help you here. See you next time.